Hallo Freunde und jetzt kommt zurück zu Schlacht und Mittelerde 2, genau. Farming Simulator. Ihr seht schon, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Ich habe ein paar Missionen gemacht und habe uns 500.000 circa hinzugefügt für die verlorene Halle. Ihr seht auch, die ist irgendwie jetzt komplett weg. Don't ask me why. Der Boden war noch da, den habe ich mittlerweile entfernt. Der Rest ist relativ gleich geblieben, weil ich schon gedacht habe, okay, vielleicht ist noch was verschwunden. Aber nein, ist es nicht. Und ich habe gedacht, wir kaufen heute wieder neue Sachen ein, neue Maschinen, mit denen wir arbeiten können. Und ich habe da schon eine relativ spezielle Vorstellung. Und zwar hätte ich gerne den Big M450. Eine Aber hat eine Arbeitsbreite von 9,9 Metern, also fast 10 Metern. Und ich finde, das ist ein relativ geiles Teil. Vor allem für uns, wenn wir wirklich Pferde und Tiere machen wollen, ist eine Maschine, die richtig gut Gras schneiden kann, eine gute Investition, finde ich. Und deswegen will ich diese kaufen. So, dann haben wir den Punkt, wir brauchen natürlich dann für diese Massen einen größeren Schwader. Bedeutet, wir gehen auf den großen Schwader wieder hin. Details kaufen. Ja. So, dann haben wir den Punkt Pellets. Ich will in Zukunft wirklich Pellets verkaufen und ich habe auch Bock, dass wir das wirklich gescheit machen, richtig machen. Deswegen wir hier eine Ballentechnik. Hier hinten haben wir einmal den Big Pack, eine Ballenpresse, wandellose Stroh, Gras und Heu in handliche Ballen. Was ist denn jetzt los? Ich habe eine Nachricht. So, und ich hätte gern die Primus 5000, aber die werden wir uns wahrscheinlich am Anfang nicht leisten können, allein weil die 320.000 kostet. Dieses Teil hier kann man gleich mit dem Teil hier verbinden, wenn ich mich nicht irre, der Big Pack, blablabla, genau. Oder dieses Pack gehört zusammen, aber es kann actually Dreierreihen an Ballen machen hier. Aber braucht man den automatisch auf, wir machen 10.000 extra Ballenschnüren. Ball Collect, Ballenschnürer. What the fuck? Was ist da jetzt der Unterschied? Das macht 0 mehr. Das macht auch 0 mehr. Wir machen hier auf jeden Fall, würde ich dann automatisch machen. Aber schauen wir erstmal bei den anderen Sachen. Es geht erstmal darum zu schauen, was genau brauchen wir, was brauchen wir nicht. Wie viel kostet denn eine normale Ballenpresse? Wenn wir jetzt sagen, hier sowas ist hier das Alpine Palming. Das ist relativ neu, das ist cool. Wickelausführung Standard mit Ballendreher. Warum mit Ballendreher? Ach man, das ist eine Ballenpressmaschine. Oh. Eine Ballenpressmaschine wollte ich jetzt aber nicht. Bist du das, was... Nee, du bist auch nicht das, was ich vermute. Du bist das, was ich vermute. Genau, du bist das, was ich vermute. Okay, also wir haben jetzt einen Schwader. Das. Ah, dann könnten wir rein theoretisch auch direkt... das da hier mal besorgen. Einfach zum Lernen direkt, weil wenn wir die Halle uns besorgen, ich werde nicht wieder bis nächste Folge wieder einige Quests machen, hoffentlich. Ihr merkt schon, die Folge ist ein bisschen später. Ich musste heute zu einem PCR-Test von Corona, wegen, weil ich K2 bin und aktuell crazy shit und alles. Also deswegen würde ich den hier gleich nehmen. Wir nehmen den Ballenschmürer, tun automatisch nachfüllen und kaufen dieses Teil. Yep. So, und kaufen natürlich dazu gleich den Dreierverteiler. Habe ich gerade nicht gemacht. Ich habe gerade das falsche Teil gekauft. Egal. Dann kaufen wir halt das Teil auch dazu. Und shit goes on. So, wo ist unser Trecker? Wir brauchen direkt unseren Trecker. Wir haben gerade für 800.000 Fahrzeuge gekauft. Ich kriege die Krise, bedeutet, ich brauche nochmal fast 700.000 bis zur nächsten Folge, damit wir die Halle kaufen können und die Palettenpress-Gedöns-Dings da. Hallo, lieber Streckerli. Was wir auch mal bräuchten, wäre eine Hochdruckdüse, damit wir... Alter. Das Ding ist bummlaut, warte mal. Ist es der? 1, 2, 3. Oh ja, so ist es um einen. Ist da noch was drin? Nee, ich dachte in meiner Flasche noch was drin. Weil unsere Fahrzeuge schauen dezent schon langsam aus und ich glaube, das wäre praktisch, wenn die ein bisschen sauberer wären. Vor allem, wenn wir Pellets verkaufen wollen, sollten wir einen guten Eindruck machen. So. Ah, no! No, 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 no! So. Hierum, darum, Löffelstiel. Alter, wir sind voll grün mit diesem Fahrzeug. Das ist der Wahnsinn.
Also. Ich höre im Hintergrund schon wieder eine Vögel. Meine Vögel sind schon wieder Bella und Ariel. Mit dreimal Sachen von Krone. Und einem unseren Schwad. Ich werde als erstes unsere Special Maschine mitnehmen. Für den Spezialeinsatz. Gedacht ist es ja dann mit einem Radlader rein theoretisch, der eine Gabel hat für drei Aufnahmeteile. Um halt noch eine höhere Effizienz rein theoretisch zu erhaschen. Hast du das Teil jetzt langsam mal oder bist du jetzt... Ich glaube, ich bin vollkommen daneben diesmal wieder. Lecco mio. Bin ich jetzt blöd? Das muss doch da dran. Bin ich doof, hä? Warte mal, hä? Das gehört an die Krone dran, damit sozusagen der Wagen verlängert werden kann. Bin ich jetzt komplett lost? Weil du wirst ja kaum beides zweimal fahren. Entlademodus XXX, XX minus, what? Okay, what the fuck? Öffnen kann ich das Teil auch nicht. Das ist witzig. So, dann fahren wir es nochmal hier hin. Irgendwie wird es schon klappen. Weil irgendwo muss das Teil doch andocken. Weil sonst bringt sich das ja absolut null. So Leute, ich bin zurück. Jetzt lasst uns das nochmal, das Ganze nochmal probieren. Was happens jetzt? What the fuck is happening? Hä, muss ich das nicht anstocken, anhängen? Nee. What the fuck, bin ich doof? Bin ich doof? Ich bin sowas von doof, sicher. Der Bale Collector 1230. Hängen die Krone Ballast an die Krone Big Pack... um drei Ballen gesammelt abzulegen. Und wie hänge ich die an? Ist denn das? Hä? Bin ich jetzt doof? Na gut, dann fahren wir halt alles einzeln hin. Da ist mir ja auch tendenziell grundsätzlich wurscht. Irgendwie muss es halt funktionieren. Da muss ich mir vielleicht mal ein Video so anschauen. Aber es ist weird. Einfach weird. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, wann das Video rauskommt. Das ist schon 2020. Um 9 Uhr habe ich mit Freunden ein Treffen. Bedeutet, ich muss bis 9 Uhr grundsätzlich alles fertig kriegen. Das wird lustig. Aber ja, schauen wir mal. Ich hoffe auch, dass irgendwann heute noch mein Corona-Test ankommt. Mein PCR-Test. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich hoffe mal nicht positiv. Das ist sehr kacke. Auf sowas habe ich absolut gar keinen Bock. Weil positive Corona-Tests heißen immer viel nervige Zeitverschwendung.
Du kannst nichts machen, was du machen willst. Aber ja, das bringt eine Pandemie nun mal mit, ne? Eine Pandemie ist nun mal nicht zum Spaß da, die ist zum Ärgern da. Und was willst du denn sonst machen, außer wenn dich eine Pandemie ärgert, versuchen es so gut wie möglich zu nehmen? Ja. Ich sag's euch, das ist nervig. Diese Ungewissheit. Noch nicht zu wissen, was rauskommt. Das kriegt er lustigerweise jetzt über Handy. Da habe ich einen Zettel mitbekommen. Da ist ein QR-Code drauf. Von meiner Patientennummer irgendwie. Und über die werde ich benachrichtigt, ob ich positiv, negativ oder unbestimmt ist. Wenn unbestimmt ist, darf ich mir nochmal ein Stäbchen in die Nase rammen lassen. Also tipptopp parat hier, ne? Also das ist wieder Suppi. Ich werde mich jetzt auch mal mit diesen ganzen, muss ich mal rausfinden, wo man die Dinge macht. Nope, so funktioniert das nicht. Wo man die Infopuls und Abfragepuls macht, weil ich habe Bock ein paar zu machen mal. Ich muss mich mal mit diesen neuen Techniken von YouTube auseinandersetzen. Ich bin doch ein bisschen oldschool teilweise. Und ich glaube, das wird nun genauso an, weil teilweise noch relativ 2005-rigen Let's Plays, die halt 15 Minuten gecuttet sind. Zwischendurch gibt es ja die Musikvideos bei Kerbal Space Program, genauso wie jetzt wieder eins gerade zum Beispiel in Arbeit ist, für die 100. Folge von Kerbal Space Program. Aber ja, es ist halt nun mal so. Keine Ahnung, ich mag diesen alten, ich mag diese 15 Minuten Aufnahmevideos, die zeigen halt, finde ich persönlich, den besten Blick teilweise in ein Game. Hier ist es ja wieder was anderes, hier tue ich viel vorarbeiten, obwohl das auch, würde ich sagen, noch zur alten Klasse gehört. Die neue Klasse ist viel Schneideaufwand und alles drum und dran, das kann ich mir halt bei 6 Videos die Woche mir persönlich nicht leisten. Ich habe ein Pferd, ich habe einen Job und irgendwie würde ich nicht wissen, wo ich noch das ganze Video schneiden und packen sollte. So gerne ich es auch teilweise machen würde, ich wüsste nicht wie und wann und wo. Also an alle höchsten Respekt, die normal arbeiten und einen normalen Job haben und alles. Und währenddessen noch Videos hardcore schneiden. Ich wüsste nicht, wann ich das machen soll. Wie abschalten. Anschalten. Real Mower. So, jetzt kann ich das mitnehmen. What the? Ich glaube, jetzt hat es den Boden versenkt. Warte, das müssen wir nochmal zurücksetzen. Dann funktioniert das sicher nicht so. Warte mal, wo ist es denn? Ganz hinten wahrscheinlich, oder? Nicht mal. Da. Nein. Wie war denn das jetzt? Muss ich da hier draufklicken? Genau, zurücksetzen. Ja. So, jetzt kann ich den sicher abholen, oder? Und dann sollte hoffentlich das auch alles funktionieren. Und dann probieren wir das auf jeden Fall nochmal aus, sobald wir die Quader pressen müssen, werden wir das auf jeden Fall nochmal checken, warum das jetzt hier nicht funktioniert hat. Entlade. Achso, jetzt soll ich wieder hinten das Ding nehmen. Aber wir haben jetzt eine richtig geile Krone, das ist schon mal fett. Mit so einer fetten Krone kann man recht viel schöne Arbeit errichten, ne? Das ist eine ganz, ganz feine Sache dabei. Vor allem erleichtert uns halt den Job auch. Also, sie arbeitet sich gut durch. Sie kann es auch relativ selbstständig. Also, ich glaube, ich kann Helfer einstellen, damit sie es sozusagen macht. Und mit dem großen Schwader. Vielleicht muss ich mir noch einen großen Zeter noch besorgen. Aber mit dem großen Schwader alleine schon können wir die Schwaden jeweils so groß machen, dass wir uns darum jetzt nicht wirklich große Sorgen machen müssen. So, der Nachbar hat erlaubt, dass ich das hier abstelle. Dann klappen wir mal das Baby aus. F1. Let's do this. Hui! Also schau mal, der fährt mit 25 km/h und mäht. Wie chillig ist das denn?
die Mähergebnisse sind auch um einiges befriedigender. Wenn wir unten sehen, davor hatten wir ungefähr 50%, jetzt sind wir so bei den, ich würde sagen, 70 bis teilweise 100% kommt auf die Punktion aktuell drauf an. Die Sitzer waren wir auch mal ein bisschen tieferen gelben Bereich. Jetzt gehen wir in den grünen Bereich wieder durch. Um die 100-120%. Was natürlich genius ist. Genius ist auch, wie gut das einfach mäht. Das Ding mäht ja einfach genial. Schaut euch das an. Da kann man sich das Mähen um einiges erleichtern. Schaut euch das an. What the fuck ist das geil? Aber Leute, ihr seht schon, 8 Minuten sind vorbei. Ich will euch nicht weiter nerven mit dem Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.